Willkommen zurück zu The Sims 4 Let's Play. Im letzten Part befinden wir uns ja jetzt in der Silvesterstimmung. Denn das Jahr ist jetzt vorbei. Und wir müssen unsere Zimmer dekorieren in der Silvesterphase. Zumindest ist ja hier diese Herausforderung, die würde ich gerne schaffen. Also ich kann jetzt nicht versprechen, dass wir jetzt jedes Mal, wenn sowas kommt, dass wir das jetzt immer machen. Aber da möchte ich das jetzt irgendwie jetzt schon machen, weil ich habe ja auch theoretisch schon angefangen hier. Ne? Ist ja auch interessant, was dabei dann so rauskommt. Ne? So, dann machen wir mal die Deko. Ich wollte ja letztens schon anfangen, aber da war ja schon die Zeit wieder rum. Ja, hier, ne? Ne, hier. Ich weiß nur nicht, was wir für Deko kaufen müssen. Da steht ja nicht, ne? Welche wir brauchen. Ach, guck mal. Die hatte ich ja vorher gar nicht. Schade. Diese Geschenkdinger, die sind doch neu, ne? Sag bloß, gab es so ein Weihnachtsupdate. Kann das sein, dass es das da was gab? Gut, das kannte ich schon. Ich glaube, den auch, ne? Naja, egal. Guck mal. Okay, das ist alles für Weihnachten. Ich glaube, die hier sind, ne? Für Silvester gedacht. Oh, die sehen ja schön aus. Was nehmen wir denn da? Für die ja schon ganz schön. Oder ein Kunterbunte gibt es ja leider nicht, ne? Machen wir eben die Wände hoch. So. Das wird ganz gut passen, ne? Machen wir da was hin. Hier können wir natürlich auch wieder was machen. Schau, dass es davon nicht ein kürzeres gibt, ne? Was ist das denn? Die Festtagswünsche, auch noch mehr Weihnachtsdeko. Das ist cool. Machen wir hier so. Das gefällt mir aber auch nicht, muss ich sagen. Was ist das? Frohe Festtage bei einer Gelande ist verschiedene Designs erhältlich und daher für alle Festtage geeignet. Oh, cool. Ja. Okay. Ah, das passt. Ich glaube, das ist auch dafür geeignet. Also so angedacht, ne? Oh. Oh, wie blöd, ey. Krieg ich das da nicht hin? Boah. Jetzt sind wir ins Platz. Ah, da. Machen wir die hier nämlich weg. Würde ich lieber eine andere dann hinmachen, so. So, die eine lassen wir jetzt über das Bett hängen. Obwohl, Schlafzimmer passt das ja eigentlich nicht, ne? Lieber in ein Wohnzimmer und, Küche und so. Machen wir so. Was haben wir denn noch? Guck mal, das ist ja auch noch Weihnachtsdeko, ne? Machen wir hier noch so ein paar Sternchen hin. Kann man die hier dran machen? Hä? Warte mal. Nee, das geht nicht. Wo kann man die denn hinmachen? Ach, da.
Machen wir dahin. Machen wir zwei Stück davon. So, vielleicht noch die Farbe ändern. Oh, das ist ja schön. Das ist auch schön. Das passt, ne, glaube ich, gut. Nee, das nicht. Das aber. Das auch nicht. Ich nehme das. Ich glaube, zu Silvester passt das ganz gut. Da würde ich noch gerne irgendwie was hinmachen. Und im Wohnzimmer. Das ist eine Lichterkette, ne? Das nicht. Schmücke deine Wände fest mit dieser Hanukkah-Girlande. Hanukkah. Ja. Nee. Das war's schon. Feiertagsobjekte. Kann ich das nicht an der Wand machen? Schade. Aber das ist ja auch noch ein Töpfchen. Können wir mal wegmachen hier. Was ist das? Winterpflanzen. Nehmen wir hier gelb. Aber ich weiß nicht, wohin damit. Hier. Mein. Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe das im Gefühl, dass es das nicht funktionieren wird. Machen wir das dahin. Vielleicht noch einen davon hier hin. Ich meine, da war ja auch vorher der Weihnachtsbaum. Also Frühling, okay. Sag bloß, für Frühling gibt es auch nochmal sowas. Also nee. Frühling würde ich dann jetzt auch nicht nochmal machen. Dann nochmal dekorieren für den Frühling. Das artet ja jetzt schon in Arbeit aus. Vielleicht hier noch so ein paar Sterne oder so. Okay. Oder hier so. Ach, guck mal, ich sehe gerade, dass hier ja auch noch Weihnachtsdeko ist. Mein Gott, hatten wir aber viel Weihnachtsdeko, ne? Das Tablet verkaufen wir auch. Das ist doch bestimmt für Silvester gedacht, ne? Ich hätte gerne hier noch irgendwie so ein Banner. Passt ja in den Szenen. Ach, hier. Machen wir es dahin. Ich glaube, die können da nicht da durchlaufen. Feiertagskarten. Sammlung. Also ein paar Karten hinstellen. Weiß zwar nicht, wofür die sind. Und ich denke mal, für Silvester sind die auch geeignet. Ah, da oben. Auf dem Kamin können wir die hinmachen. So. So, das verkaufe ich. Kann hier ganz drauf erkennen, wenn es wieder rot ist. Ah, noch eine. Ist das die, die wir vorhin hatten? Nee, die ist anders. Ich glaube, das reicht, oder? Und vielleicht noch ein paar Kerzen. So. Einfach nur. Gibt es bestimmt irgendwelche Kerzen oder sowas, ne? Ich meine, die hätte ich auch schon mal gesehen.
Sind die vielleicht hier? Was ist das denn? Nee. Das ist, glaube ich, für Weihnachten, ne? Weihnachten ist Weihnachten sehr. Meine, man könnte natürlich die auch so nutzen, ne? Hätte ich die vorher nicht verkaufen müssen. Hier ist eine, ohne Schleife. Ja, die nehmen wir. Tun wir noch eine auf den Tisch. So. Hätte die Farbe vielleicht besser gepasst? Nee, ne? Oh, oder die hier? Ach, das ist die. Ja, die passt dann. Nehmen wir die einfach jetzt. Vielleicht hier noch irgendwo eine hin. Hier auf dem Kamin. Oh ja, hier auf dem Tisch muss auch noch was hin. So, das reicht. Ich will ja eigentlich Geld sparen und nicht hier noch mehr Geld ausgeben, ne? Warte, das müsste ich noch so machen. Hier ist ja auch noch eine Laterne. Da haben wir im letzten Part schon so viel verkauft und trotzdem haben wir noch so viel Weihnachtsdeko übrig. So, gucken, was erfüllt haben. Ja, dekorieren. Was ist das hier? Vorsätze fassen. Was du heute kannst besorgen. Klicke auf deinen Sim und wähle Vorsatz fassen, um teilzunehmen. Okay. Boom. Vorsatz fassen. Befördert werden. Nehmen wir. Und er auch. Warum ist denn der so traurig? Ach so, weil es jemand von uns geht. Jack kann Trost finden. Sag bloß, seine beste Freundin ist gestorben. Diese eine. Oh, ja, oh, die ist tot. Der arme Schneemannbauer. Oh nein. Die war doch so nett, ne? War zwar etwas nervig, aber nett. Immer in den Müll rumgekramt und sowas, ne? Oh, das ist echt krass. Jetzt echt nicht gedacht, dass das passiert jetzt. So, mehr Auswahl. Vorsatz fassen. Eine Fähigkeit verbessern. Nehmen wir das. Der muss das auch noch, ne, der Junge. Den war ja beim letzten Fest, haben wir den ja voll vergessen. Da wusste ich gar nicht, dass es bei dem auch geht. Besser in der Schule werden, ja. Das ist gut. Haben die jetzt alle schon erreicht? Was ist das hier? Achso, das kann er gar nicht, ne? Feiertagsdekorationen aus dem Baumodus platziert und dekoriere den Außenbereich. Hä? Das war da aber nicht, ne? Außenbereich? Okay. Was macht der denn da? Ja, der kriegt jetzt Ärger von mir. Kann sie ihn nicht belehren, was er da für eine Sauerei anstellt? Nö, anscheinend nicht. Erziehung? Aktuelle Verhaltensmaßregeln. Streng! So geht das ja nicht, ne? Kann ich ja nicht alles durchgehen lassen, nur weil er ein Alien ist. Beziehung erreicht. Oh, war sogar ganz gut, ne? Dass wir das gemacht haben. Eigentlich muss er das ja machen, ne? Geht.
Wenn du es schmutzig machst, hereinbitten. Jetzt, wo die ja die andere den Löffel abgegeben hat, brauchen die vielleicht mal so neue Freunde. Die Rechnung ist nicht da. So. Ich weiß jetzt gar nicht, warum das immer noch leuchtet. Trinke. Reicht ein Glas Wasser? Ist gar kein Essen mehr drin, oder? Mehr Auswahl. Brunch servieren. Festmahl kochen, machen wir das einfach. Kann sie gleich für alle kochen. So, und er? Okay, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da war ich jetzt ein bisschen erschrocken. Dachte schon, wir hätten das jetzt verpasst. Was ist mit der Katze los? Ja, sie hat Angst vor der Spülmaschine. Ich hab's denn ja fast gedacht. Vorsatz umgesetzt, es ging ja schnell. Ich verstehe nicht, warum das andere hier nicht erfüllt wird. Tanzen. Und warum? Du sollst doch hier kochen. Ah, super. Singen üben. Mal gucken, ob er dadurch das vielleicht irgendwie erreicht. Ich darf nicht vorspulen, wenn sie am Kochen ist. Aber es scheint auch nicht in Netz erfüllt zu werden. Erzähle Witze und flirte oder singe. Ah! Freundlich vorstellen. Okay, das Singen bringt nichts. Wie war das nochmal? Flirte oder singe? Oder erzähle Witze. Eine Auswahl. Lustig. Klopf, klopf, Witz. Das reicht. Nee, ne? Wir freuen sich alle schon auf Silvester. Jemanden parodieren. Ich glaube, wenn das gelb ist, ist das erfüllt. Habe ich irgendwie das Gefühl. Was macht der denn da schon wieder? Der spinnt doch hier. Macht das sauber. Hat Feiertag. Ach, wurde so trotzdem bezahlt? Das ist cool. Er hat's erfüllt. Sie nicht. Vielleicht muss ich echt das eine hier auswählen. Lustig vorstellen. Hier, du sollst deine Aufgabe hier erfüllen. Nein. Lustig, jemanden parodieren. Ich glaube, deswegen ist dieses Zeichen auch da. Ja,
Sasha, the samba, the Nira Simbu, on the bridge, look like Ebony, Sigurd, oder nicht? Doch, ne? Nee. Jetzt plaudern die nur. Konfetti werfen. Machen wir das mal. Was war das denn? Ah. Ah, er muss los. Schade. Sie ist aber auch echt müde jetzt, ne? Vom ganzen Feiern hier. Boah, ich kann die Musik langsam nicht mehr hören. Läuft schon ganze Zeit. So, dann, ein Gericht nehmen. Und dann, weglegen, ne? War das doch, ja. Warte. Das machen wir erstmal weg. Und dann kann er sich nämlich auch ein Gericht nehmen. Dann wegen Hausaufgaben wollte ich mal gucken. Hat er die gemacht? Ja, hat er gemacht. Gut. Er isst jetzt, dann geht er schlafen. Wie ist es mit ihm? Der sollte auch nochmal schlafen. Weil die nämlich ja gleich hier diese letzte Aufgabe erfüllen sollen. Wobei, sie hat das leider nicht geschafft. Und er auch nicht. Aber wenigstens könnten wir das ja vielleicht noch schaffen. Ne? Spulen wir jetzt mal ein bisschen vor. Irgendwie ist der Tisch hier immer so voll, ne? Verstehe das gar nicht. Oh. Sie muss ganz dringend aufs Klo. Und dann. Reste nehmen. Und dann. Das müsste ja gleich passieren, dass es dann da ist. So. Okay. Und wir feiern alle. Ey, Mädchen. Ach. Sie hat es schon geschafft. Okay. Er auch. Ja, noch nicht. Ja. Gleich haben wir's. Gleich fängt das neue Jahr an. Hey! Frohes neues Jahr, ihr drei. Oder vier. Katze hat das natürlich jetzt noch voll verpasst. Ah. Da sind sie sich einig. Auch schalten. Jetzt auch geschafft. Oh, Freund. Boah, der arme Kater hier, der ist immer so. Reden. Soll sich mal ein bisschen um die Katze hier kümmern, ne? Ein bisschen Kater. Warum weint der denn jetzt da hinten? Ach so, seine Freundin da gestorben ist, ne? Der Arme. Kennenlernen. Blumen. Streiche. Bürsten. Och, jetzt habe ich die ausgewählt, ne? Eigentlich sollte der Junge das machen. Naja. Auch gut.
So. Wir haben jetzt den Frühling. Tag 1. Es schneit immer noch. So. Das war's wieder. Part ist leider wieder zu Ende. Mal aufs Klo hier. Dann kannst du schon gehen. So. Ja. Hol dich wieder ein bisschen aus, ne? Und du kannst mal trösten hier. Ne, geht nicht. Ah, wegen dem Bett wahrscheinlich, ne? Boah, guck mal, der hat zugenommen. Egal. Er hat auf jeden Fall zugenommen. Der hat Bauch bekommen. Muss mehr trainieren. So. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal im Let's Play The Sims 4. Tschüss.